das, wenn sich alle anderen drücken. So, jetzt ist der Sprit wieder. Und da ist irgendwas, was wir mit ihm lassen. Und viel Spaß.
Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Kümmer du dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Sprich mit dem Fahrer und schau auch in den Laderaum. Ist das eine Standardprozedur bei liegengebliebenen Fahrzeugen? Nein, das nicht, aber das entspricht einer ungeschriebenen Regel. Ah, und welche wäre das? Folge deiner Intuition. Alles klar, wird gemacht. Hallo, wieso stehen Sie hier an der Autobahn? Hallo, die Zugmaschine will nicht mehr. Ich glaube, es ist was mit dem Motor nicht in Ordnung. Die Stelle hier ist nicht ganz ungefährlich. Gut, dass Sie immerhin Ihre Warnleuchter aufgestellt haben. Haben Sie den Pannendienst schon informiert? Ja, Sie müssten in wenigen Minuten hier sein. Dürfte ich mal einen Blick auf Ihre Ladung werfen? Wieso das denn? Naja, wenn es sein muss. Danke. Was haben wir denn hier? Schau mal, das sieht interessant aus. Was willst du mit dem Lappen? Na, ich höre auf meine Intuition. Deine Worte. Dann spreche ich den Fahrer nochmal darauf an. Mit Ihrer Ladung scheint alles in Ordnung zu sein, aber wir haben das hier an einer der Kisten gefunden. Ein Stück Stoff, na und? Das ist ein Stück Hemdstoff, und zwar ein ziemlich großes. Haben Sie vielleicht eine Idee, von wem das sein könnte? Ich? Nee, keine Ahnung. Vielleicht von einem der Arbeiter, die sich um die Ladung gekümmert haben? Woher soll ich das denn wissen? Ja, das kann sein. Kommt mir trotzdem komisch vor. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich das behalte? Den Fetzen? Nee, bedienen Sie sich. Danke. Sehen Sie nur zu, dass Sie Ihren LKW hier wegbekommen. Und seien Sie vorsichtig, bis der Pannendienst da ist. Auf Wiedersehen. Ja, mache ich. Schlangenlinien fahren. Wer von euch ist in der Nähe und kann sich das mal anschauen?